Moin Leute, Schocknachricht beim HSV. Jan Guerrero, der ist von Bochum ablösefrei zum HSV jetzt gekommen, der hatte beim Training eine Verletzung und wurde dann mit dem Krankenwagen direkt am Tropf noch ins Krankenhaus gefahren. Ja, das war heute Morgen beim Training. Steht auch so. Schock beim HSV-Training. Also wie gesagt, spielt in der Verteidigung und ein Rettungswagen ist direkt auf dem Platz, hat ihn dann eingeladen und ist dann mit ihm ins Krankenhaus. Ja, um 10:46 Uhr. Ja, ich stand da neulich noch beim Volksparkstadion beim Training, beim Auftakttraining, bevor die ganzen Gewinde kamen. Also kann das gut mit mir zu tun haben. Stand ich mit Helm Peter da und habe geschnackt. Wir haben gedreht sogar. Und ja, schöne Grüße gehen raus an Helm Peter. Und ja, jetzt ist der Verteidiger erstmal ja ausgenockt sozusagen. Und an das Derby mit St. Pauli denkt jetzt gar keiner mehr. Aber ist ja klar bei diesem Unfall da.